gehen wir auf jeden Fall, ne? Die Piste bei uns. Auf jeden Fall. Hoffen wir es. Das ist live jetzt. Navi. Wir spielen genau dasselbe wie gestern. Einfach erstmal gucken. Mitte wird jetzt wahrscheinlich gestern einen Decoy werfen. Das hat er gestern auf jeden Fall alles. Jetzt genau das gleiche. Schnell, aber kurz. Beziehungsweise nehmen kurz jetzt ein. Und man steht da zu viert, bei den Ohren, man geht wieder zurück. Genau die richtige Entscheidung gerade. Dosia alleine auf dem A-Spot, hat aber da noch Backup zu viert. Die stehen Ja, jetzt in sag ja, einer Linie also. zu. Boah, krass. Ja, Navi macht genau das Richtige. Die Runde ist jetzt quasi schon gewonnen, Gewonnen, wenn ja. man die Also, wenn Base blockt. Adrian jetzt hier nicht wirklich. Also, ne? Völlige Eskalation und das sah nach der ersten Map ja Du bei ihm wärst nicht wohl unbedingt so aus. Flash. Angel wird da sterben, wird da nichts machen können. Ja, Ja, oh, du keine meinst. Chance. Ja, und jetzt will ich sehen, wie Astana die Runde noch holt. Und in der Und dann Mitte, bitte lässt beide vorbeilaufen, sie so ist gut. sehr stark gemacht und es steht schon wieder. Und es hängt. Ich kann kotzen. Also, Ich. so wie es aussieht, hat der Provider in der Ukraine Connection Lost für EU. Und Russland. Ah, jetzt geht's weiter. Ach, Guardian mit gerade mit Frags. Suffix. Ja, also wir können es euch nicht garantieren, dass das hier alles vernünftig Leuchtet? leuchtet. Mal schauen, Ach, Navi. falls es. Ja? Was? Ja, nee, ich bin ganz sauer. Achso. Beim Fußball wieder alles falsch. Ja, ich Alles. weiß. Ich hab's gerade gesehen. Ah, ist doch erste Halbzeit jetzt erst. Beruhige dich. Ja, ach, als ob Hannover noch drei macht und Freiburg. Hey. So, zu dritt wieder bei Mitte. Zeus, Guardian und Sees. Derek's alleine in den Cutters. Edward alleine vor lang. Und ja, kurz wird im Moment ein bisschen gestackt von Astana Dragons mit Markelov, Katcha und Dosia. Da soll es auch hingehen. Oh, Zeug macht den ersten. Oh, Asa mehr Kuchen Probleme. jetzt. Nächsten. Ja, Oh, Dose noch kommt da weg. noch weg. Aber Kuchen steht da allein, wird nur ein Schuss. Derek macht mit dem freaking Angel. Adrian macht auch keinen Pick mehr. Zwei Waffen weggeholt bei Navi. Guardian ist mit der Arbe. Hier wird rumgeschrien bei mir. Ich bin. Du bist? Ja, egal. Egal. So, Muss siehst jetzt jetzt nicht mit einem mehr zumachen. sehr starken Move. Dann spielt wieder dasselbe bei Astana. Oh, siehst. Ganz wichtig jetzt. Steht schon vor B, aber Angel hat das auf dem Schirm. Allerdings moved siehst jetzt perfekt. Macht einen, Wenn man bei mir macht der was im zweiten. Hintergrund hört, sagst du Bescheid und mache ich die Tür zu. Alles gut. Okay. Hä, da müssen sich die Jungs ja beschweren im Chat. Okay. Siehst, geht down. Oh! Katscha, ja, ich vermute, er geht jetzt down. Es hängt jetzt. Also, oh, dann lehnt sich aber weit aus dem Fenster. Ich bin mir nicht sicher, aber das Fahnenkreuz ist Wer macht dann. ihn? Wer sagst du macht ihn? Oh, ja, toll. Ja, Ich denke, toll. Der hat. Guardian. Oh, vor allem mit der Piste. Also mit der AWP auf ihn gepisst. Ich bin Schade, ich wollte mir. mit dir gerade um den Cheesy wetten. Ja, war knapp, Mantis. Hast doch schon einen gewonnen. Nee, hast du nicht. Ja, ich wollte noch Doch, einen hast du wohl. zweiten. Natürlich habe ich. Nee, Quatsch. habe ich Nee, nicht. hast du nicht. Ja, habe Wollte schon sagen. ich. Verdammt, hätte ich das echt verarschen können. Ich war mir jetzt auch nicht mehr so sicher, um ehrlich zu Ja. sein. War vorhin mit der Eco, glaube ich, wo die Pass geholt haben, die Ja, Runde. genau das. So, Markelov an kurz mit der AWP. Sehr, sehr offen. Ordo mit 2 auf B. Ein AWP-Duell werden wir nicht sehen wahrscheinlich. Guardian wird er jetzt Mitte vorgeschickt.
Soll ich jetzt mit einem AWP-Pick machen? Die Idee ist gut, auf jeden Fall bei Navi. Und wenn. Ja, den wird jetzt unten den Pick machen. Wow. Nee, macht er nicht, schießt. Kannst du mit dem Frag. Guardian. Oh, aber Marc will auch verschießen. So, Guardian mit 2 HP gegen 2. Ja, mit dem Langpush oh, wird er nicht guck rechnen. Oh, den Laufweg an. Oh. So, AWP kann gepickt werden. Und erste Runde damit für Astana. Lang wird jetzt schnell angefahren von Navi. Lang schon raus. Och, das ist doch. Hängt das schon wieder? Ja. Aber ich kotze ab, Alter. Das macht so echt keinen Spaß. Also es scheinen immer so kleine Timeouts zu sein, die die Server haben zu EU. Ja. Ein Danke geht nochmal hier an Olaf, der mich jetzt, weil er im Chat Verbot hat, mich privat mit Ergebnissen Exit quasi. So, Markelov jetzt noch an A alleine und Navi spielt jetzt alles an. Boah, schöner Frag von Markelov. Da muss man nachher auch mal drauf achten. Markelov mit der AWP auf das extrem stark. Extrem flexibel. Ja, und sie wissen gar nicht, sie haben nicht mitbekommen, dass Adrian der Cut das unten gepusht ist. Zeus Gas jetzt Mitte raus. Ja, der beste Weg, den er nehmen kann. Eigentlich müssten wir jetzt wissen, dass das schon zu B hoch. Also Ordnung sollte jetzt weggehen, weil Markelov eh kurz off ist. Ah, die Sache ist, könnte natürlich sein, dass er noch lang zurückgegangen ist. Bombe ich glaube, wir jetzt dachten, die Bombe wäre down. So, und also, Zeus hat sogar noch Equipment. Wenn er jetzt den Frag gegen Ordnung macht. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller von ihm, eine Sache auszuschließen? Ja, eigentlich schon. Jetzt wird's aber. Jetzt müsste er dann vorne rauspushen. Oder so. Ja. Jetzt wird es halt interessant. Adrian müsste hinterher pushen. Adrian muss rausgehen. Oh, kommt noch ein guter Hit. Nicht holen. Der muss jetzt durchziehen. Oh, hat keinen Kills. Hat keinen Kills. Die Runde ist vorbei. Oh, sehr schön gemacht. Auch wenn der Rest hat. Also die Situation ist eigentlich besser, eine Seite auszuschießen. Genau. Was aber jetzt natürlich gut geklappt hat. Er wusste, einer ist Cutters. Das heißt, er kann vorne rausgehen. Entweder ist da keiner. Oder es ist nur einer da. Und damit hat natürlich direkt den Vorteil gehabt, deswegen, ich habe auch nicht verstanden, warum Astana nicht einfach zusammen über irgendeine Seite gegangen ist. Und es steht wieder. Ja, das ist echt schön. Ach, ja, ja. Und dann fallen auf einmal die Bags und auf einmal haben wir ein 3-on-2 auf Seite von Navi. Geht man geschossen kurz durch. Und hat jetzt die AK. Okay, eigentlich nur die Sekunden, bis es wieder leckt. Ja, ich sag genau dann, wenn sie jetzt. Ja, okay, doch nicht. Doch genau dann, wenn sie jetzt Kontakt haben, pass auf. Okay, doch nicht. Das war ein kurzer Leck, ja. Das hab ich gesehen. Das ist nett von dir, dass du mich so in Schutz nimmst, danke. Kein Problem, Mann. Machst du doch auch immer. Ja, ist halt so. Muss man ja auch. Ja, 5-1. Ja, und alle Waffen oder alle drei Waffen noch durchgebracht. Mal schauen. Vom Geld her wird Astana jetzt natürlich kaufen, wo man vielleicht echt hätte überlegen sollen, vielleicht, es ist halt schwer. Also Markelov keine AWP und ich finde, die ist halt enorm wichtig bei Astana Dragons auf das 2, dass Markelov da eine gute AWP erwischt. Ja, oder, ne, falsche Seite, wollte gerade sagen, oder Starix, aber das spielt ja bei Navi. Das ist richtig.
Kann passieren, ne? Ja, Markdorf hat dann so lange da gespielt, weißt du? Ja, deswegen passiert das halt. Wollte ich einen Schutz nehmen. So, Cutters Push jetzt von Angel und Adrian. Boah, Sterix macht einen. Refrag von Adrian, wichtig. Und der geht nochmal vor. Ja, eigentlich ist eine gute Idee. Ja, aber bei seinem. Also, heute ist er halt einfach nicht. Heute sollte er das nicht machen. Katscha versucht da jetzt auch schnell nochmal Pick zu machen. Kuchen, ja, schöner, wichtiger Fact auf B. Aber wird jetzt dann noch mehr Contact bekommen und der hat nur 7 AP. Er moved aber super gerade. Ja, okay. Ja, wie die Schwan geflogen kam. So, Dose jetzt alleine noch gegen 3. Wird er auch nichts mehr anrichten können. Zeus steht da gut in der Mitte. Das ist die nächste. Okay. Oh, er guckt gerade woanders hin. Er guckt halt einfach mal woanders hin. Edward, ja, man sollte jetzt nicht jagen gehen. Wenn man mal aufs Geld guckt, man hat halt selbst nicht so viel Geld. Bei Navi. Ja. Man sollte vor allem die AWP sollte Garlin auf jeden Fall behalten. Wir werden hier als Homos geflamed. Finde ich nicht gut, weil schwul sein ist kein Verbrechen. Auch wenn es natürlich nicht zutrifft auf Slivo. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Ich wollte einfach mal mit dem Satz so lassen. So, einfach mal im Raum stehen lassen. Warum? Oh. Einfach so. Einfach mal gucken, ob du irgendwie rot wirst oder sowas. Kann ja alles sein. So, hey, ja, hab ich jetzt über so ein Thema geredet? So, warum habe ich das getan? Einfach nur, dass du mal ein bisschen ins Grübeln kommst. Okay, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja, siehst du? Weißt du beim nächsten Mal Bescheid. So, Guardian jetzt mit der AWP. Aim B an. Aimt sogar relativ gut B an. Boah, schöner Shot von Guardian. Und bei mir leckt es wieder. Also, ich sehe da kaum was. Aber bei mir geht's gerade. Adrian jetzt noch mit 2 Frags. Thema eh noch. Aber Sterix alleine noch in den Cutters. Gegen 4 geht down. So, und jetzt mal die zweite Runde für Astana und das in der Eco. Weißt du, woran mich das gerade erinnert hat, Timo? Wo du das so gesagt hast? Kennst du noch die Szene von Thorsten und Solek? Ach, oh, ich wollte es nicht erwähnen. Ich wollte es nicht erwähnen. Also das war nur wirklich das mit Lustigste, was ich hier gesehen habe. Ja, das stimmt schon. Weil es halt auch einfach spontan war. Ja, sowas ist ja wieder was anderes. Da muss ja in der Zeit, dass Tesla Tupa sich outet oder so. Steckt wieder übrigens. Ja, ich kann mich sehr gut an die Szene erinnern. Als das Event war und es lief, ich habe mir in dem Moment nur gedacht. Jo. Okay. Ich habe es ja gar nicht so mitbekommen, weil ich war ein bisschen mad, weil wir verloren haben. Und auf einmal schreibt, hast du so eine Schwuchtel? Das hast du, wer hat, du hast das geschrien. Thorsten hat das, nee, Thorsten hat das geschrien. Direkt danach. So, geht GoTV reconnecting. Bei dir steht's auch, oder? Ja. Ja, wie gesagt, es ist immer so die Sache, weißt du? So schön wie ohne, das schreibt jeden das seine. Ich find's jetzt auch nicht schön, so vor allen Dingen allein die Vorstellung. Beruhigt euch doch jetzt. Ist doch gut jetzt. Das Limo ist ja schon ein bisschen peinlich, das Gespräch hier. Ja, nee, das ist halt einfach kein Thema, das ist halt, weiß ich nicht. Das heißt ja peinlich, das ist halt einfach kein Thema, wo man darüber diskutieren muss. Liebe fällt dahin, wo sie hinfallen soll. So, um das nochmal philosophisch abzuschließen. Ja schön. Nö, so Pausen, ich stehe auf Pausen. So, und wie geht's dir so, Mantis? Ja, geht so. Was macht denn deine Grippe? Hilft dir der Tee? Ja, ich hab mich mal in einem Tee verbrannt. Ja. Bei Chuck Norris wäre es anders gewesen, hätte sich der Tee verbrannt. Oh,
war der schlecht. Chuck Norris verbrennt sich hier schon am Teaser. Tja, Chuck Ja, Norris, so oder? ungefähr, ja. Also auf dem Starletter Stream ist das Spiel noch Aber live. was hat Makelov Ah, für eine jetzt geht's geile wieder. AWP? Ich will das mal sagen. Back in Business. Die AWP von Makelov ist ja echt cool. Ja, das ist die neue von der vom neuen Set, die Redline. Kann ich die Nummer ja, zeigen? Die ist halt echt cool. Sieht gut aus, ne? Finde ich auch. Sporty sieht die aus, so ein bisschen. So wie so ein Nike-Schuh. Oder Adidas oder Fila oder was weiß ich, bevor jetzt hier heißt wieder Schleichwerbung. So, Makelov jetzt halt eben genau das, was ich gesagt habe mit der AWP. Gucken, ob er sie jetzt gut ins Spiel bringen kann. Der spielt sie auch gerne unten von der City Base Richtung Kurz. Also es ist schon teilweise krass, was er mit der AWP spielt auf das. Und da werden wir jetzt gleich das Duell haben. Guardian gegen Makelov. Oh, Guardian hat ihn gesehen. Guardian gegen Makelov. Makelov mit dem Aim-Vorteil. Mit zwei Makelov. Mit drei Makelov. Den vierten macht er nicht mehr. Starke Runde von Makelov. Sterix steht noch close an der Door. Kann auch kein Pick mehr machen. Schöne Runde von Makelov da. Vier Frags gemacht. Drei Frags gemacht. Entschuldigung. Gegen Kurz. Ich sag da einfach nichts mehr zu. Bitte? Steht's bei dir jetzt nicht mehr? Bei mir steht's wieder. Ach so, doch, bei mir hängt's. Ich hoffe, dass du den Verkauf nicht gesagt. Das wollte ich nicht wissen, Mann. Das ist also, egal. Was? Denk mal drüber nach. Ich habe jetzt mir selbst nicht zugehört. Ich weiß gar nicht, was habe ich gesagt? Manchmal ist das besser. Hä, was habe ich denn gesagt? Bei was dir hängt's, ja. Ja, bitte. Ja, sorry, also ich bin sicherlich nicht der Einzige, der das erste als erstes gerade gedacht hat. Ich glaube, der Chat bei kann mir dazu stimmen. Also, das ist echt. Das ist das dein Ernst? Weiß ich nicht. Solange es nicht dein Ernst ist, ist mir das egal. Oh Mann, ey. So, Eko runtergenascht von Astana. Nächste Buy-Round für Navi. Also im Moment noch ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. 5 Zeta-Runden ist schon mal, ist glaube ich so, was kann man sagen, auf das 2 so das Minimum, was man holen sollte, oder? Oh! Ja. Schöner Frag von Guardian, jetzt beruhig dich doch mal. Ey, sorry. Okay. Zeug so mit dem Pick. Dozier noch an lang. Schöner Frag von Dozier jetzt. Dozier gegen 3. Ein Spieler ist noch bekannt. Ach, so, jetzt geht's wieder. Ist schön. Vielleicht sitzt nicht. Ja, das kann Dozier nicht mehr holen. Ja, siebte schade. Runde Navi. Was sagst du, wie viele Runden sollte man als CT of Dust holen? So ein reguläres, normales Ergebnis? Wenn man dann die Terrorpiste holen sollte, 6. Also 6 CT-Runden ist man eigentlich schon gut mit dran, finde ich. Okay. Also das heißt, Astana ist noch voll im Soll. Genau, und ich weiß auch gar nicht mehr, wer die Piste geholt hat, weil es dauernd am Laggen ist. Ich weiß um echt auch nicht mehr. Ach doch, klar. Navi. Ach, da stand Navi. Adrian ja B alleine. Oh, nee, ey. Was ist los? Wegen dir, Alter. Weißt du, ich wollte gerade fragen, ob es dir hängt. Du musst einfach lachen, Alter. Also, weil du immer nur an irgendwelche Sachen denkst. Krass, ey, du hast bestimmt gerade in Steam Friends komplett zugechattet, hä? Ja, get. Ja, habe ich ja mein Ziel erreicht. So, First Frag wieder auf Seiten von Astana. Adrian steht zusammen mit, wer ist es? Angel auf B. Angel spielt dann nur ja, auf Anti-Flash und Anti. Oh, schöne Smoke. Gutes Timing von Angel. So, Adrian jetzt an B. Adrian muss jetzt einen Pick machen, der macht keinen Pick. Angel macht auch nur eine. Das ist viel zu wenig. In der Zeit siehst auch noch mit dem Frag an kurz. Alter. Oh, Makelov! What the fuck?
Was ist das denn für ein Timing durch gewesen? Durch die Smoke und durch die Tor. Gut. Durch die Tor! Nicht gebankt! Nee, der hat nicht gebankt, der hat durchs Loch gezogen. Also, ach so. Was? Oh. Alter Schwede. Mal also, gucken, ich hab's jetzt alles die Runde noch holen. Ich hab zumindest kein Bang-Symbol gesehen. Sagt nichts. Du bist echt, du hast eine versaute Ader. Oh, Dosi, ja, und jetzt ist es nur Makelov. Makelov, one-on-one. Gegen Guardian. Makelov holt ihn nicht. Guardian, beide Frags. Schöne Runde von Guardian, aber auch ein schöner Shot von Makelov. Und Guardian legt die ja, AWP. Achso, aber auf B, das war sehr, sehr, sehr schlecht. Also man smokte die Cutters ab und M zu zweit rein. Es war ja nicht so, dass beide blind waren. Die haben einfach die Frags nicht gemacht. Das war viel zu wenig einfach. Ja, also sie müssen da zumindest 3 Picks machen. Im Normalfall, wenn das jetzt ein normaler 5er Rush wäre, müssten sie 3 Picks machen, damit es Sinn macht, als mit 2 Spielern. Und es war halt... Es war eigentlich gut gespielt, Angel. Gutes Timing mit der Smoke, aber Adrian darf da halt... Und der muss halt einen Pick machen, Adrian, da vom Plateau ja, aus. Ja, auf jeden Fall. Da muss man sogar... Wenn die einfach durch die Smoke rennen, da kann er halt 2 bis 3 holen. Ja. Einfach schon alleine. Dann standen die sogar noch zu zweit da. So, jetzt sehen wir Adrian im Moment der Einzige mit einer Waffe. Dosia mit einer Flash. Adrian jetzt gutes Timing. Sterix bewegt sich gerade weg. So, B kann jetzt angesagt werden, das frei ist. Das ist ein super Timing davon, Adrian. Super, steht halt mit dem Rücken zu. Also. Sehr jetzt stark. Jetzt liegt nur auf kurz. So, jetzt kommt die Flash von Dosia. Kurzes Blind. Und Lower. Oh, mit einem super Timing. Sehr, sehr stark. In der Zeit Edward und Guardian noch anlangt vor. Bombe ist aber down. Aber die Bombe ist down. Sehr, sehr stark gespielt da an kurz. Boah, und die HE. Und die HE. Hat ja auch noch mit Low AP. Beide stehen jetzt kurz. Die stehen dann nicht gut. Adrian könnte nee, vielleicht auch versuchen, über lang nochmal zu rufen oder sowas. Adrian mit boah, dem Pick. Schön von Ordnung. Und jetzt guckt die AP an. Alle haben Low. Also die Runden könnte. Uff. Die kann an beide gehen. Sogar die kann jetzt über AP. Aber die Entscheidung von Astana ist richtig. Sie haben beide Low AP. Lassen Guardian jetzt aber, legen. Er schafft es noch zu legen, auf jeden Fall. Aber er weiß, dass einer lang ist. Wenn er den jetzt rausnimmt, dann muss er darf da nichts machen. Gehen. Katscha darf da nichts machen. Die müsste jetzt warten. Oh, Guardian. Oh, Guardian holt sie. Ja. Sehr stark von Guardian. Oh, ist das bitter. Also, das war super gespielt von Guardian. Der Situation. Aber man muss auch sagen, super Eco auch von Astana. Also, sie haben das sehr, sehr gut zusammengespielt. Das ist sehr eng gewesen. Ja, das stimmt. Aber weil, ja. Am Ende haben sie nochmal gut weggeschoben einfach. Aber vielleicht hatten sie da einfach zusammen. Ich meine, da zeigt sich lang so früh, dass Guardian weiß, okay, ich kann jetzt einen ganzen Ruhe rausnehmen in der Situation eigentlich. Dass er natürlich zuerst den Code führt, ist eine andere Sache. Ja. Ist halt schwer zu spielen in so einer Situation, wenn du so wenig HP hast. Sollten da wirklich vielleicht beide zusammen über einen Spot gehen, das wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen. Vielleicht hätten sie beide über kurz gehen sollen, dass der andere sofort den Refrag machen kann. Ich weiß es nicht, aber es war von beiden Seiten eigentlich gut gespielt. Von Guardian, der hat es gut gespielt noch und auch eben von Astana eine sehr, sehr schöne Eco. So, jetzt komplett nochmal Waffenrunde bei Astana, natürlich in der letzten Runde, aber wenig Equipment. Wir sehen 3 Flashes insgesamt noch bei Astana. Oh, schön, hi. Hat auch schon AWP in der Mitte bekommen. So, Adrian wird da jetzt Fokus auf sich ziehen. Angel, 1, 2, 3. Sehr stark. Er macht sie alle von Crispy aus. Ah, es war auch gut gespielt. Also, Adrian hat da oben viel Fokus auf sich gezogen. Auf dem Gelände. So, und jetzt kommt Katja schon nach. Aber da hat auch die Flash gefehlt. Von ja. 9 zu 6 die erste Halbzeit. Sehr, sehr ausgeglichene erste Halbzeit. 6 CT-Runden ist vollkommen in Ordnung für Astana erstmal, zumindestens, ja, nicht so, dass man sagen müsste, dass sie sich für irgendwas schämen müssten. Das können sie ja, also ist eine gute, also so ist eigentlich die Hälfte, wie man sich das denkt. Also ist ja ein bisschen T-lastiger, ein kleines bisschen. 9-6 ist eigentlich für beide Seiten ein gutes Ergebnis. Ja, und wenn... Hey, entschuldige mich. Kein Problem, dir sei es doch erlaubt. Ja, und wenn Astana jetzt aber hier die Pistol holt, dann haben wir theoretisch schon wieder den Ausgleich. Ja. Theoretisch.
Alduin diesmal Erster. 13-9. Ja, wurde auch Zeit. Also die erste Map war ja wirklich Totalausfall. So blöd es klingt, so gemein es auch klingt. Und jetzt wünsche ich mir mal irgendein Special als CT. Irgend so ein Spezialmove. Das würde ich cool finden. Was richtig ausgefallen ist, aber sieht jetzt nicht so danach aus. Katja macht B-Stress Boah, und man derzeit darf Gasi einfach kurz kurz durch. durch. Einfach kurz. Mit den Glocks. Ja, Das Zeus macht kann. immerhin, macht er noch ein. Die HE, boah. Boah. Und Serix macht beide von, boah. Starix mit dem dritten und es steht. Und jetzt hängt's. Ach, Leute. So, im Moment noch Katja. Ist down gegangen von Ja. Guardian. Ah, es ist halt wirklich ätzend. Also. Das nervt halt wirklich, ja. Gerade in so Aber Runden. Asana hat noch keine Piste geholt, oder? Sie haben die erste hier verloren und sie haben eben auch die erste und die zweite, glaube ich, auch verloren. Oder? Also Oh am ja, Ende doch. Navi höchstens hat alle 2-1. Pistols geholt Ja. bis jetzt. Oh! Schöner Shot von Guardian gegen Angel in der Mitte. Wir sehen P250. Wollte jetzt auch, boah, Dose ja schöner Flex. So sollten sie mal in der Piste schießen. 4 gegen 3. Edward noch mit dem Frag in der Mitte. Starix geht dann lang down gegen Adrian. Halt, man hat jetzt, oh, Borussia mit dem ey. nächsten. 2-on-2 Gegen jetzt. City Base. Was ein geiler Shot. Bombe ist allerdings ein Kurzdown, aber die HE sitzt nicht. Natürlich nicht. Borussia hat ihn aber gesehen. Man hat halt die MP und die Pin. Ey, die Runde, die könnte nochmal richtig. Boah, Oh! Was ein jetzt Shot von nicht. Adrian. Alter Was Schwede. sind das für Bretter gerade von Astana? Ja, Drachen halt, Und ne? jetzt ist es Dozier gegen Edward und Dozier hat halt auf Close Distance jetzt die P90. Man wird einfach springt rumrennen. Nee. Springt rumschießen. Oh, Edward macht die. Edward macht 13 ihn. AP. Eieiei. Vier Frags aber von Edward auch. Muss man auch mal hoch anrechnen. Also starke Runde von Astana. Sehr, sehr Ja, starke auf Evo. jeden Fall. Sau teuer. Und eigentlich sollten sie jetzt kaufen. Meine Meinung. Ja, Sie müssen machen. wir. Eigentlich, das, ja, das verstehe ich jetzt nicht. Also ich hätte auch gekauft jetzt, ne? Auch jetzt wieder nur Deagle und P250. Also, sie haben halt vier Waffen weggeholt bei Navi. Eine richtig teure Runde. Vielleicht will man einfach nicht auf die AWP verzichten in der nächsten Runde. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ja, aber dann jetzt auch gar nicht kaufen. Also, dann, keine Ahnung, wir haben Deagle gesehen oder sonst irgendwas. Ja, da, aber Markov hat jetzt die AWP und jetzt werden wir das erste Mal ein AWP-Duell in der Mitte sehen. Guardian gegen Markov. Ein Schiri auf Markov. Ja, Guardian hin. danke. Guardian ist ganz woanders hingelaufen. Ich habe gerade gehört, ich habe einen Cheesy gewonnen. Du hast ja gesagt, Cheesy auf Market aufhört. Kein Frag gemacht. Guardian aber auch nicht. Ich Deswegen hab, kann das Duell ja noch kommen du in der hast ja nur Runde. gesagt, Cheesy auf Markelov. Ach, egal. Nehmen wir nicht die Worte im Mund um. Sorry. Markelov macht doch den fucking Guardian. Guardian steht da jetzt in der Doppeldeckung zusammen mit. Es ist Zeus. Boah, das ist so. Das Respekt halt null. Also. Er spielt nur auf Sound. Ja, das ist sehr riskant. Aber das ist ein schöner Move, den die da haben übrigens. Ich weiß Also nicht, ob wenn du er den jetzt vielleicht kurz. kennst. Zeus könnte jetzt halt auch Ja, direkt ja, über jetzt, sich ist halt auch ja. nochmal so ein Balkon. Macht ihn leider nicht. Das ist ein schöner Move. Und jetzt Und die geht's Smoke ist lang. schlecht auf Holz, das wirft er zum Brocken dahin. Oh, Guardian. Probleme an lang. Guardian mit einem Ja, den Pick. macht ihn. Guardian Jetzt kommt Split. Markel auf Gash rum. Guardian jetzt Was schießt? richtig Probleme. Ja, geht down gegen Dose, ja. Sehr schön. 3 gegen 3 Situation. Aber Edward durch die Smoke. Zusammen Oh, ziehst. Vierer steht schon. Ja, Kucher wird sterben. Sehr stark gespielt. Sehr, sehr stark gespielt von Navi. Richtig gut gemacht. Zu dritt schon wieder auf dem A-Spot. Ja, das wird wohl jetzt sehr, sehr eng für Astana.
Wieder Eco bei Astana. Erfolg von Edward. Einfach nur eine Stelle abgeben. Und es steht! Jawohl! Wuhu! Auf geht's, ich... Jungs! Ja. Immerhin steht er bei dir. So. Ach, ich wusste es, dass ich die Steilvorlage sofort nutzen muss. Ja, das war ja... Hallo, wenn du bei Hängen auf was kommst, dann... Ist naja, also da ist mir Mainz doch noch lieber. Was? Warum denn? Jetzt gerade? Ah, egal. Nee, nicht jetzt gerade. Füllen wir das nicht weiter aus. Ja. Steck's nicht drin, ne? Eigentlich nicht. Oh, nee. So, back to topic. 14. Runde Navi. NATO. Navi. Gab es nicht mal so ein Female-Match, wo du immer, wenn du was gesagt hast, irgendwas machen musstest oder so? Ich? Auf dem ESWC-Quali? Ich? Oder ja, es Punkt? Gab, ja, nee, es gab's nicht. So, dass du nicht sagen konntest, jetzt kommt von hinten oder sowas? Ja, ich hatte 10 Worte, die ich während des Casts nicht sagen durfte und ich habe halt schon nach... Danke nochmal an Lena Shushubavich, die mich nach ca. 20 Sekunden so aufs Korn genommen hat, dass ich schon da meinen ersten Strike hatte. Ich hatte 3 Leben und habe sie innerhalb von 2 von 3 Maps schon aufgebraucht und musste dann das Finale als Frau kommentieren, das ist richtig. Ja. Danke. Es war, ja, in meinen Annalen war das einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Ja, kann ich mir vorstellen, also. Ja, schön, ja. Markloff, ja? Ich sag gar nicht mehr. Boah, schöner Pick von Markloff. Schön, Markloff. Aber... Wer stand da jetzt noch close? Edward stand noch close, okay, der hat nicht rumgezogen. Hätte er vielleicht so sofort den Refrag machen können? Jetzt gibt's auf jeden Fall ja nicht mal einen B-Split. Man geht einfach mit, die alle gehen einfach über Cutters außer Angel. Der geht langsam Mitte raus. So, Edward. Aber man ist halt auf B drauf jetzt. Ja, aber ist nicht unholbar für Navi. 4 gegen 4. Gucken vom Equipment her. Noch eine Flash, 2 Flashes und sogar noch ein Molotow. Den könnte man natürlich... Molotow, da wird hinten Plateau. Ja, genau das. Wir müssen sich aber jetzt ein bisschen warten. Guck mal, ob er den jetzt auch da hinten hinwirft. Los, mach schon. Ja. Ja. Wichtiger Molotow. Der wird jetzt ja elendig verbrennen, Markloff. Oh! So viel dazu! Ja. Not with the master! Aber wenn man nur die Waffen abgreift, dann verstehe ich nicht, warum man da das Loch, am Loch hochspringt. Oh mein, oh. Edward, ja. Und das ist super wichtig, weil Astana hat... Okay, sie haben jetzt genug Geld, das gelegte Bombe, aber sie haben halt nicht so viel. Nee, also wenn sie die Runde verlieren, weißt du? Alle fast bei Null. Das war schon echt gar nicht so dumm, der Move von Navi. Da war auf jeden Fall sehr gut. Vor allen Dingen alle Waffen noch rausgenommen. Mitte wird einfach hochgegast. Das hat man natürlich auch einfach, weißt du? Boah. Kann man sagen, man hat jetzt einfach das Momentum. Man gast jetzt einfach die Mitte hoch und sowas. Auch wenn es jetzt nicht geklappt hat. Edward sah schon. Guardian Move jetzt gut. Also man sieht schon, Guardian spielt die AWP sehr flexibel. Schiebt jetzt auch wieder auf B. Jetzt aber Navi scrammelt gerade ein bisschen falsch. Also gerade eben auch schon keinen auf B gehabt. Jetzt schiebt mal zu zweit auf B und nur mit 2 auf A. Man geht hier einfach geschlossen kurz durch. Gutes Timing von Zeus für die Flash. Der ist noch viel zu weit hinten, glaube ich, gewesen. Ja, das schon. Spielt das jetzt etwas wieder der Mollo. Oh, der Mollo und Markloff brennt jetzt, ne? Der Papp. Boah, 35 HP durch den Molly. Nur noch. Markloff ist jetzt wichtig. Ich muss jetzt da die Packs ziehen. Macht ein. Ja,
Zweite Spieler bekannt. Oh, das war schön. Richtig schön vom Kuchen. Aber das Geld wird nicht mehr bei Astana. Absolut nicht. Können wir mit zwei, drei Mann durch. Ja, eben halt eben mit keinem. Es wird ja sehr oft vergessen, wie wichtig das ist, eigentlich Waffen durchzubringen. Ja, also selber Waffen durchzubringen und nicht auf den Frag gegen einen einzelnen Spieler oder sowas zu gehen. Das hat man gestern sehr, sehr schön bei Agent gesehen, auf Inferno. Also da hatte man so eine hohe Führung, aber hat fast jede CT-Runde zwei bis drei Waffen gesaved. Ja. NJ ist mit dem Frag wieder. Ja, den geht down. Ah. Kurz ist man schon durch einfach. Also dann, glaube ich, die Kommunikation ein bisschen gefällt bei Navi. Boah! Schöner Klick von Katja gegen Edward. So, 2 gegen 5 und ich kann Navi schon wieder die Waffen saven. Ja, diesmal wird es aber ein bisschen schwer. Also, nice. Der lange Spieler wird es schwer haben, das, der Wix. Macht einen. Er stirbt jetzt gegen Kuchen. Ja, und im Moment. Da kommt mir auch schon einer T-Base entgegen. Ist wieder Kuchen. Also, ja, der ist gut on fire gerade. Ne, ich wollte gerade einen ganz schlechten bringen. Bring lieber gar nichts mehr heute. Nee, es ist auch gerade besser. Ich merke, wie der Hunger aus mir spricht. Ich hab auch richtig Hunger, ey. So, und fällt dann auch noch nach der Zeit. Ganz, ganz bitter. Wenig Geld bei Navi. Und im Moment ist kurz so ein bisschen das Problem bei ihnen. Also jetzt die letzten zwei, drei Runden viel aber kurz gespielt. Die Astana Dragons. Ja, und vor allem, wo man kurz gesteckt hat, ist Astana B gegangen. Also man trifft ja auf jeden Fall gerade direkt. Ich weiß leider nicht, wer bei Astana Dragons ansagt. Zu 100% glaube ich das auch nicht. Ordwin, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, also so eben, wenn ich so vom Teammeeting ausgehe, da von dem Kreis, sah es auch ein bisschen nach Adrian aus. Adrian, wie auch immer. Dann bringt auf jeden Fall gerade die richtigen Calls. Schöne Nate gegen Guardian Onspot. Ja, die zweite noch schöner. Siehst halt auch nur 3 AP auf B. Sehr koordiniert jetzt vorgegangen von Astana. Und die Nate ist wieder. Ja, schon gut. Man spielt das jetzt wirklich sehr, sehr gut runter, gerade bei den Dragons. Ich hätte mich gewundert, wenn Sterix dies noch anschießt. No, sie ist noch mit 3 AP. Wird er nichts mehr durchbringen können. Übrigens gehe ich kurz auf den Kommentar in den Chat. Es ist jetzt nicht mehr egal, ob man CT nach der Zeit oder vor der Zeit, weil. Es ist, ich weiß nicht, nach welchem Update das war, aber selbst wenn ein CT jetzt eine Waffe zappt, kriegen seine Mates, auf jeden Fall, wenn die Bombe nicht weg ist, weniger Geld als sonst immer. Also damals war ja so, sagen wir mal, die CTs safen, also gewinnen die Runde durch eine Safe-Horn, also einfach, dass keine Bombe gelegt ist und Zeit um ist, kriegen die CTs aber weniger Geld, als wenn sie, als wenn sie die Runde normal gewinnen durch 5 Hits. Gar nicht gelesen. Ich weiß nicht, wann sie das geändert haben, aber das ist halt so. Das war damals in Source auf jeden Fall nicht so. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Pick wieder von Makelov, First Pick mit der AWP. Sieht im Moment ganz gut aus für Astana, ne? Wie du schon sagtest, treffen da im Moment die richtigen Entscheidungen. Ja. Guck, jetzt wird es wahrscheinlich wieder den B-Split geben, also das sieht bis jetzt so aus. Ja, das müssen sie auf jeden Fall machen. Und dann ist wieder nur einer auf B und das ist Edward. Ja, man contactet mit der Ross, das perfekt gespielt, wenn er jetzt. Oh, was Makelov da für einen Fokus hat. Wahnsinn. Die Runde kann Navi halt jetzt schon aufnehmen, eigentlich, also. So, jetzt nochmal ein B-Split. Gute Entscheidung da von Astana. Edward steht noch auf B, aber ja, da dürfte er nicht mehr so viel machen.
Und oh, was ein Timing von Edward. Dreht sich gerade weg. Das ist echt Pech. Also, Astana hat hier wirklich gerade, ja, alles, was man im Spiel braucht. Sie treffen halt jetzt gut. Die haben das Timing. Und sie haben, oder beziehungsweise Ordnung hat den richtigen Read gerade. Einfach. Komplett Momentum auf ihrer Seite. Garni geht auch da. Wieder wenig Geld bei Navi. Wird das nochmal eng? Also, ich dachte, Navi wird jetzt hier gewinnen. Also, klar gewinnen nach der 14-6-Führung war es, glaube ich. Noch 14-11. Also, ich weiß nicht. Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass Astana das Ding hier gewinnt. Ja, ich auch, auf jeden Fall, wenn sie jetzt so weiterspielen. Das ist halt jetzt einfach dieses, ja, Aim-Gefühl, was du gerade hast, dieses Momentum. Es klappt gerade alles, die Shots sitzen, du schaffst es gerade, Astana immer wieder in so eine Eco zu drängen. Ja, und bei Navi meinst du? Achso, ja, was habe ich gesagt? Und ja. Astana. Habe ich nicht, bitte. Auf jeden Fall, bei Navi halt jetzt auch. Ich weiß genau, was in so einem Köpfen der Spieler vorgeht. Man fühlt halt 14-6, denkst du so, ah, komm, die werden wir jetzt irgendwie holen. Und dann steht es auf einmal 14-11, 14-12 und man wird immer nervös und denkt, ey, komm, zwei Runden müssen wir jetzt irgendwie noch holen. Und Astana kriegt halt immer mehr diesen Rausch, ey, auf, können wir noch easy holen jetzt. So, jetzt aber 3 gegen 3. Das ist halt wirklich das Momentum. Und schneller Retake davon, Navi, anscheinend. Guardian schon am Loch. Und Starix auch schon über Katas. Das wird eine ganz schwierige Runde. So, Starix vor allem mit der Waffe. Also, Starix wird jetzt der entscheidende Mann in der Runde. Muss jetzt das Timing haben. Gutes Timing wieder von Starix. Starix ja. Macht ihn. Oh, ist die Runde. Markeloch. Noch rein, Markeloch. Kasche gegen 2. Ja. Und macht den ersten. Oh. Und macht nicht den zweiten. Und Navi holt die Eco. Das ist dann halt wieder saubitter. Boah. Aber wieder Starix, also das war wie vorhin auf New, ein super Timing gehabt. Aber trotzdem, Navi muss die Runde jetzt holen, weil sonst, sie kriegt jetzt keinen Loser-Bonus mehr. Ich wollte eigentlich sagen, dass jetzt hier diese Runde entscheidend gewesen wäre, wenn Astana halt die Runde vorher geholt hätte. Weil. Ja, aber da hatte Navi immerhin noch den Loser-Bonus. Jetzt, wenn sie jetzt verlieren, dann haben sie halt alle gar kein Geld. Da haben sie direkt wieder eine Eco. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld Navi eben auf dem Konto hatte, wenn ich ganz ehrlich bin. Mal schauen. Moment, Guardian wieder mit einem starken Spiel. 25-14. Wieder der Matt Frager bei Navi. Markeloch verschießen mit der AWP. So, in der Zeit Astana jetzt Richtung Kurz zu viert. City Base Drop haben wir auch noch gar nicht gesehen. Na, jetzt gibt's ihn aber, denke ich. Nee, die haben gesprochen. Nee, die droppen nicht. Vielleicht nur so eine Art Fake. Boah, schön von Markeloch. Der macht hier echt ganz wichtige Fakes gerade. Katscha auch noch. Starix noch an lang. Am Auto. Und Seast pusht schon City Base hoch. Seast. Dosia. Was ein Fokus Dosia da noch gesehen? Hat. Was ein Fokus Dosia da noch. Also der Fake, der war so krass, weil ja, der Mate liegt halt und der Schräger hat den Fake eigentlich schon sicher gegen den. Boah. Ich dachte eigentlich, das wäre der Planter gewesen, der nochmal rumgezogen hat erst. Aber ich hab's dann erst gesehen, dass Dosia auch. Dosia, das war kurz. Aber so Minischlitz, der so Minischlitz hat er auf den Kopf direkt getroffen und da ist eigentlich die Runde entschieden. So, und jetzt ist halt genau das eingetroffen, was du gesagt hast. Kein Geld mehr bei. Ja. Navi, und sie müssten theoretisch sogar danach die Runde noch sparen. Wahrscheinlich. Ja, also, man wird hier, wenn Astana die Runde holt, wird man bei Navi maximal noch eine Runde kaufen können. Dosia kriegt halt den Headshot verlangt, hat dann die Nuts aber immer noch stehen zu bleiben. Boah, der macht hier super Match. Also, auch im vorderen Spiel schon mit seinem plus 40.
Französisch. 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 Okay. 15 zu 13. Und sie kaufen. Ja, das ist jetzt, also wenn sie die Runde verlieren, dann hat man in der letzten Runde... Hättest du auch gekauft? Nee. Ich glaub, eigentlich, also generell würde es keinen Sinn machen, finde ich. Weil ob du jetzt, wenn du jetzt die Runde... guck mal, jetzt hast du halt so halb gekauft. Du hast eine Farmers dabei und kaum Nails. Verlierst du die, hast du in der letzten Runde eine Eco. Dann machst du lieber jetzt eine Eco und hast in der letzten Runde nochmal full equipped, alles. Na gut, aber wenn du eh weißt, dass du eine Eco spielen musst, ja, wenn du jetzt, du müsstest ja jetzt sonst die Eco spielen oder halt eben in der letzten Runde. Boah, ja, aber jetzt, dann spielst du, ja gut, jetzt holen sie zwar, aber dann spielst du lieber jetzt eigentlich die Eco und hab dann in der letzten Runde aber dafür richtig full equipped. Weißt? Ja, schon. Also ich hätte auch eher in der letzten gekauft, wenn ich ehrlich bin. Aber da sie jetzt die Runde anscheinend eh holen, ja, warte ab. Auch wurscht. So, Adrian jetzt mit einem guten Move Richtung Mitte. Kann da keinen Pick mehr machen, ja, und jetzt muss es eigentlich ist ein sicher sein. Fall. Obwohl Kasia noch lebt, also. Solange der noch lebt. Geht down. Jetzt nur noch Dosia. Ja. Noch eine 5er Runde. 16 zu 13. Damit 1 zu 1 nach Maps. Das heißt, wir sehen noch eine dritte Map. Oh Wunder. Und das ist DE Inferno.